Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum ersten Tutorial zu Diablo 3. Und zwar habe ich gemerkt, einige Sachen muss man nicht unbedingt herausfinden alleine können, sondern entweder man googelt sich die Finger wund oder man guckt ein tolles Tutorial und ich dachte, hey, ich hab sowas. Und deswegen, also noch nicht, aber jetzt habe ich dann eins, wenn ihr das guckt. Und wollte einfach euch mal Grundlagen von Diablo 3 übermitteln. Darunter jetzt erstmal das Wichtigste. Ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass ich der Master of Disaster auf alles bin. Ist mir egal, ob ich recht habe oder nicht. Nee, das ist es mir nicht. Falsche Aussage an sich. Ich behaupte nicht, dass alles hundertprozentig so richtig ist. Und ich glaube, es gibt auch kein 100% richtig und 100% falsch. Es gibt nicht das Beste, es gibt nicht das Schlechteste. Ja? Also, das ist alles aus meiner Sicht. Das möchte ich vorneab sagen. Aus meiner Sicht. Meine Anregung, Hilfe, Tipps und ähnliches, was ich hier gebe, ist alles aus meiner Sicht. Andere können das anders empfinden. Wenn ich Klassentipps gebe, vielleicht später noch, dann sage ich euch auch klassentechnisch, auch aus meiner Sicht, das ist das Tolle an Diablo 3, grundsätzlich, man spielt in einer Welt, die sich ständig verändert, die immer random ist, obwohl sie irgendwie doch immer gleich ist. Dieser Gang zum Beispiel wird bei jedem, also gerade mal des Kanzlers, Grabstätte, sorry, wird bei jedem circa gleich aussehen, aber im Groben doch unterschiedlich. Ja, und darauf kommt es mir an. Aber fangen wir jetzt einfach erstmal an. Grundsätzlich habt ihr in Diablo das normale Head-Up-Display und das normale Spiel. Das Spiel ist natürlich das, was sich bewegt, da wo wir unsere Leute drauf bewegen. Das Head-Up-Display in dem Sinne gibt es nicht in dem Sinne, wie es normalerweise ist. Aber dazu meine ich alles, was quasi nicht im Spiel direkt ist. Dazu zähle ich auch die Maus, die Map, unsere untere Anzeige und alles ähnliche. Auch zum Beispiel solche Anzeigen, die jetzt hier aufploppen. Sowas sehe ich als Heads-up jetzt mal. Wichtig ist zu wissen, Leben, ja genau, wenn sie auf Null sinken, sterbt ihr. Wer hätte das gedacht? Und dann eure, Ressource. Jeder hat eine Ressource, bis auf der Demon Hunter, der hat zwei. Und das kann man nochmal unterscheiden. Einmal der Mönch und der Barbar, grundsätzlich haben eine normalerweise Null seiende Anzeige, die sich im Kampf weiter füllt und womit man dann stärkere Dinge beschwören kann, zaubern kann, casten kann, wie auch immer. Beim Hexdog und beim Wizard, also beim Zauberer, wie auch immer man ihn nennen möchte, ist das anders. Die haben ja Mana und Arkankraft, was sich ziemlich ähnlich anhört und auch ist. Das heißt nur einfach anders, um es zu unterscheiden. Und dabei gilt auch nur, das regeneriert sich immer. Also ich kann man natürlich einige Vorteile und Nachteile erkennen. Der Vorteil zum Beispiel für Barbar und Mönch ist, dass sie im Normalfall ihre Kraft schneller infight, wenn sie drinne sind im Kampf, schneller regenerieren können als die anderen Klassen, die das nicht so haben. Also Mönch und Wizard. Also der Wizard und, der Hexdog, der Hexendoktor. So. Bedeutet aber auch, wenn es dann später ums Kiten geht und ähnliches, sind die im Nachteil, die dran sein müssen, die es aber in dem Fall vielleicht nicht aushalten. Und, beim Demon Hunter ist es ein bisschen anders. Der hat nämlich zwei Ressourcen. Einmal die schnell regenerierende und dann die langsam regenerierende. Der Unterschied ist auch noch, alles verbraucht natürlich bestimmte Arten, da steht alles drin. Und hier erzeugt er Hass und Disziplin regeneriert sich von selbst. Er hat quasi beides, was die anderen Klassen jeweils nur haben. Ja, eine im Kampf sich regenerierende, aber natürlich auch der Hass regeneriert sich auch so. Natürlich, wenn ich jetzt noch jemanden treffe, mit zum Beispiel einem einfachen Schuss, hier ist gerade keiner, aber sich das schneller regeneriert. Also, eine tolle Sache. Was andere, das kann ich jetzt nicht erhöhen. Aber das regeneriert sich von selbst. Ja.
Dann wichtig, was gibt es im Spiel? Es gibt im Spiel unsere Figur, Gegner, hier gerade jetzt mal nicht zu sehen, Gegenstände, wie zum Beispiel, vielleicht finde ich ja was. Genau, einen losen Stein. Den kann man jetzt nur benutzen, dann gibt es noch andere Gegenstände, die kann man zerstören. Aus denen kann mit Wahrscheinlichkeit etwas herausfallen. Sowohl Geld als auch alles andere. Genauso wie aus Mobs sowas fallen kann. Muss aber nicht. Auch sehr wichtig. Für alles beides, sowohl für Gegenstände als auch für Mobs, gibt es Boni, wenn man viele aneinander tötet. Bei Monstern sogar den Boni, wenn man viele mit einem Schlag tötet. Dafür kriegt ihr EP-Boni, um schneller zu leveln. Das interessiert euch im späteren Verlauf gar nicht mehr, weil ihr braucht keine EP mehr, wenn ihr 60 seid. Aber zumindest, was es noch gibt, sind Schreine. Und Schreine geben euch entweder einen Buff oder es ist halt ein Heilbrunnen. Heilbrunnen benutzt man und man heilt sich. Ja, wer hätte ich jetzt Leben verloren? Wäre ich jetzt wieder komplett voll? Jetzt würde ich warten und dann könnte man sogar nochmal draufklicken. Heilbrunnen füllen sich nämlich nach der Zeit, deswegen stehen auch bei Bosskämpfen öfters mal solche Heilbrunnen rum. Sieht man auch schön auf der Map. Dann natürlich noch solche Schreine. Ja, übrigens euch irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Was das ist, ist immer unterschiedlich. Es gibt eigentlich vier Schreine. Und zwar einmal den, den wir jetzt haben. Das ist der Schutzschrein. Ja, weniger Schaden erleiden. Dann den Rasereischrein. Man hat mehr Angriffsgeschwindigkeit. Dann noch den Erfahrungsschrein. Man bekommt mehr Erfahrung. Und den Gunstschrein. Man bekommt mehr Gold und Magical Items. Also MF, Magic Find. Ja, kann man natürlich auch alles dann immer hier nachgucken in den Details, wo wir dann gleich bei den Stats wären von euch. Stats sind das, was alles quasi, ja, grundsätzlich ist. Euer Charakter ist nichts anderes als diese Stats, die hier stehen. Ja, daraus kann man alles berechnen, was daraus passiert. Aber ohne in die Details zu gehen, mache ich erstmal nur das Grobe. Das Inventar, ganz normal, hier die Ausrüstung, hier eure Level, hier eure Attribute, natürlich Details, hier noch Gold und hier euer Inventory. Das Inventory ist begrenzt, das heißt, einen Müll, den ihr nicht braucht, ich würde empfehlen, sobald ein paar blaue Items dann droppen, nehmt einfach die blauen Items nur noch und lasst die weißen Items liegen. Wichtig dabei, Heiltränke, habe jetzt gerade mal keine dabei, ausnahmsweise bei ihr, oder Edelsteine. Diese Folianten, die es später noch gibt für den Schmiedetypen und so weiter, die wiederum sind auch am Anfang weiß. Darauf müsst ihr achten. Einfach mal lesen, was dann auf dem Boden steht, einfach mal Alt drücken und ihr seht das. Aber weiter dazu. Alles, was ihr hier dann anlegt, erhöhen eure Stats. Nach welchen Stats müsst ihr gehen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Der Hauptstat ist Schaden. Ja, ihr könnt ja selber lesen. Das ist einfach alles, was ihr habt. Waffenschaden, Angriffsgeschwindigkeit und alles, was da reinzählt. Wobei wieder gilt, gerade bei Waffen, wie es ja auch steht, etwaige Angriffsgeschwindigkeitserhöhung durch Beidhändigkeit bedeutet so viel wie, habt ihr eine Zweihänderwaffe, kriegt ihr diesen Bonus nicht. Nur dann nicht. Habt ihr eine Zweihänder-Axt, Schwert, ja, Armbrust, Zweihänder, irgendwas Zweihändiges, kriegt ihr nicht diese Angriffsgeschwindigkeitserhöhung. Habt ihr aber Einhänder und entweder zwei Einhänder oder wie hier auch ein Einhänder, ein Schild oder was ähnliches, kriegt ihr einen, soweit ich weiß, 15% Angriffsgeschwindigkeitsboni. Deswegen sind auch die DPS meistens etwas niedriger. Aber es gibt auch genügend Items, die euch genau das Gegenteil beweisen, dass es halt auch gute Einhändige gibt. So. Schaden berechnet sich grundsätzlich. Natürlich steht hier alles, wonach sich's berechnet. Das Wichtigste ist aber Waffenschaden, auch auf manchen Items noch extra mit Schaden, 321, mit Schaden datiert. Und danach euer Hauptattribut. Das ist für, könnt ihr alles nachlesen, für den Barbar die Stärke, Geschicklichkeit für Demon Hunter und Mönche, die Intelligenz für Hexdoktoren und Zauberer und die Vitalität ist dann der zweitwichtigste Stat dafür. Weil Schaden ist nur so lange gut, solange ihr auch lang genug überlebt. Alte WoW-Regel, wenn ihr im Boden liegt und sterbt, macht ihr gar keinen Schaden mehr. Dann lieber etwas weniger Schaden und mehr Überleben.
Vitality ist natürlich auch nicht das einzig wahre, was man stacken kann. Dazu gelten natürlich noch Rüstung, etwaige Widerstände, die man machen kann, Lebensregeneration oder Life Leech auf Waffen. Meine Empfehlung und auch quasi meine Regel ist die Maximierung des Schadens ohne Einbüßung der Survivability, also eure Überlebensfähigkeit im Kampf und überall. Das ist quasi das Grundsätzliche, was ihr versuchen müsst in Diablo. Weil grundsätzlich gilt auch, wer den meisten Schaden fährt, hat am wenigsten Probleme. Wenn ihr einen Mob mit 3 Schlägen umklatscht, dann ist es euch egal, was der euch entgegensetzt. Weil wenn ihr mit 3 Schlägen umklatscht, ist er weg. Wenn ihr aber 10 Schläge für braucht, müsst ihr schon mal langsam überlegen, was macht denn der Mob in der Zeit, während ich 10 Schläge mache. Ne? Und sowas ist halt grundsätzlich. So, als nächstes werden die Fähigkeiten dran. Doch dafür gehen wir zuerst mal in die Option. Weil, ganz wichtig, alles hier. Die DPS, FPS, DPS, die FPS könnte man auch niedriger stellen, genauso wie verringerte Spezialeffekte oder Schattenqualität. Also gerade verringerte Spezialeffekte, wenn ihr mit vielen Leuten zusammenspielt, ruhig mal runter machen. Auch hier zur Not was runterstellen, weil selbst bessere Grafikkarten wollen das manchmal nicht und ja, ist einfach besser, wenn es nicht leckt, weil lecken ist immer schlecht. Beim Sound braucht man eigentlich keine. Ich empfehle nur, die Soundkanäle vielleicht ein bisschen hochzustellen, wenn ihr eine gute Soundkarte habt oder ein gutes System. Vielleicht noch Untertitel anmachen, falls ihr das wollt. Ja, ansonsten alles so einstellen, dass ihr auch Leute im TS versteht, wenn ihr mit ihnen sprechen wollt. Beim Account ist es eigentlich egal, da steht nur eure Sprache. Kontakte habe ich, wenn ich Aufnahmen mache, eh alles aus, weil ich will dann nicht irgendwas angezeigt bekommen. Den Schnellbeitritt kann man eigentlich anlassen. Vorausgesetzt, eure Freunde joinen nicht einfach so nach, weil sie Bock haben, ohne was zu sagen. Ja. Schnellbeitritt dann ausmachen, wenn ihr zum Beispiel gerade an einem Boss seid. Weil wenn ihr gerade am Boss seid und 3 Freunde denken sich, sie joinen zu euch, können aber nicht im Bossfight dann angreifen. Ja. Und dann seid ihr einfach tot. Weil plötzlich der Boss so viel mehr Schaden macht und ihr gar nichts dagegen setzen könnt. Ansonsten könnt ihr alles anmachen, wie ihr das wollt, was ihr halt sehen wollt. Aber das Wichtigste ist das Gameplay. Die linke Seite, möchte ich euch empfehlen, sollte komplett alles anhaben. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kann man auch ausmachen, zum Beispiel Heilung weg oder Spielernamen auch gerne weg. Ich habe grundsätzlich immer alles an, damit sieht man alles. Man sieht defensive Stats, man sieht aggressive Stats, man sieht Heilung, man sieht die Lebensbalken, sogar die Zahlen auf den Lebensbalken, sowohl von Spielercharakteren als auch vom Gegner. Und damit kann man einfach besser seinen Schaden einschätzen, wie viel man selbst macht, beziehungsweise auch die roten Zahlen auf sich selbst einsehen, um daraus zu erschließen, wie viel Schaden macht er mir denn gerade. Ja? Wichtig. Tutorials, wenn er nicht gerade zum ersten Mal spielt, würde ich die Tutorials dann ausmachen. Die Uhr ist immer wichtig. Oben rechts kann man immer gut einsehen. Beim Öffnen des Inventars heranzoomen, euch überlassen, Gegenstände automatisch anlegen, eure Sache. Das Wichtigste an der gesamten Sache ist, selbst wenn ihr das hier ignoriert, dass das alles an sein sollte, die wichtigsten beiden Dinge sind diese beiden. Erweiterte Tooltips anzeigen und den Wahlmodus. Was das ist, zeige ich euch gleich. In der Tastaturbelegung braucht ihr eigentlich nichts ändern. Ja, grundsätzlich ist alles gut gelegt. Ansonsten legt es euch um, wo ihr es gerne hinhabt. Schaut es euch vielleicht mal an, um bestimmte Dinge einfach zu kennen. Das meiste steht ja dran, gerade unten in der Taskleiste. Und ja, da solltet ihr eigentlich nicht so viel Probleme haben. Hier sind noch ein paar natürlich nicht zugewiesene, die könnt ihr auch zuweisen, 2 Tasten festlegen und so weiter. Okay. Der Unterschied zwischen Wahlmodus und vor allem die erweiterten Tooltips sind vor allen Dingen erstmal das, was hier steht. Ja, wenn ihr am Anfang einfach erstmal nur euch reinspielen wollt und nicht wissen wollt, was macht jetzt mehr Schaden und einfach noch nicht so weit gehen wollt, dann macht die erweiterten Tooltips aus. Da steht nur grob da, was die Fähigkeit macht und nicht so detailliert einfach. So sieht man ganz genau, wie viel Prozent des Waffenschadens es macht, wie viel es trifft, wie viel Sekunden lang was, wie um wie viel Prozent, ja, gemacht wird und so weiter.
Das Wichtigste ist aber immer noch der Wahlmodus. Weil so, dachte ich am Anfang, ist ja voll scheiße, wie Blizzard das jetzt gemacht hat. Ja, ich kann ja dann nur eine Primärfähigkeit, eine Sekundärfähigkeit und jeweils nur eins davon nehmen. Das ist aber absolut falsch. Denn mit dem Wahlmodus kommen diese zwei tollen Falltasten dazu. Ihr habt euch diesen Platz, dieser Fähigkeitenplatz, diese 1, ja, freigespielt. Das heißt aber nicht, dass ihr es mit denen hier belegen müsst. Ihr könnt jetzt auch alles andere da reinziehen, was ihr gerne wollt. Einfach anders machen. Ihr könnt jeweils die Runen natürlich dann auch dafür einstellen. Das Einzige, was nicht geht, ist, die gleiche Fähigkeit nochmal reinzusetzen. Auch nicht eine gleiche Fähigkeit mit anderen Runen. Das geht nicht. Ja? Aber ansonsten könnt ihr dann alles aus einer Fähigkeit auch nur ziehen, wenn ihr das gerne wollt. Ja? Kann ich halt das und das und das machen. Ist halt jedem selbst überlassen, wie er das macht. Es gibt bestimmte Dinge, die Nicht dann genug einfach Hass. besser sind. Ja? Gut, soweit zu den Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sollten auf jeden Fall auch immer darauf abgestimmt sein. Nutzen Sie eure Ressourcen? Nutzt ihr die Ressourcen gut? Weil grundsätzlich gilt in Diablo 3, diese Ressourcen sollten am besten immer hier unten sein, bevor ihr irgendwas anfangt, was keine Ressourcen verbraucht. Wie zum Beispiel einen einfachen Schuss. Das ist aber nur eine grundsätzliche Sache. Ja? Die Nebentätigkeit dabei, oder eine andere Art, das zu sagen, ist, wenn es geht, wenn ihr Schaden machen könnt, wie ich vorhin sagte, latzt ihr einen Gegner mit 3 Schüssen um, und zwar indem ihr gute Fähigkeiten dafür verwendet, dann ist das gut, wenn ihr das schafft. Wenn nicht, müsst ihr halt versuchen, Dinge zu nutzen, die jetzt auch nicht unbedingt Schaden machen. Wie zum Beispiel das hier. Krähenfüße machen keinen Schaden, aber wenn ich sie hier hinlege und ein Monster kommt, brauchen die viel länger an mich ran. Und solange die keine Ranged-Einheiten sind, was im Normalfall hier sehr wenige der Einheiten sind, habe ich viel mehr Zeit, bis die bei mir sind und mir Schaden machen. Also, sobald sie an mir dran sind, muss ich wieder weg. So. So erstmal grundsätzlich das. Als nächstes, was gibt es für Arten von Gegnern? Es gibt die normalen Gegner, wie sie alle kennen, weiße Schrift meistens als Namen. Die sind die fahrlosesten, interessieren einen nicht. Und dann gibt es aber die, auf die man achten muss. Das sind einmal die gelben, das sind die Rarmobs. Dann die Champions, die sind blau. Und dann die Elite oder Bosse, die sind lila. Die großen Unterschiede ist, bei Champions und Elite, also bei den gelben und den blauen, sieht man die Fähigkeiten, die sie haben. Stehen unter dem Namen und bei den Fähigkeiten auch gleich gesagt, eine Fähigkeit pro Schwierigkeitsgrad. Das heißt, auf Normal haben sie eine, auf Albtraum 2, auf Hölle 3, auf Inferno 4. Klare Sache. Zu den Fähigkeiten allen kommen wir später noch. Der Unterschied ist bei Lila. Lila hat auch die Fähigkeiten, doch da stehen sie nicht drunter. Die muss man dann erahnen. Das macht Lila ein bisschen tricky. Ja? Natürlich, es sei denn, es ist jetzt so ein Endgegner-Boss. Die haben nicht nochmal solche Fähigkeiten. Die haben ihre Fähigkeiten, die sie grundsätzlich haben. Halt nur stärker. So viel dazu. Noch ein großer Unterschied zwischen den gelben und den blauen ist oder sind, dass der gelbe ein großer Elite ist, also ein Ramob, und dazu Diener hat. Diese Diener haben nicht alle Fähigkeiten wie der gelbe, aber sie haben meistens eine oder zwei Fähigkeiten von ihm bekommen, womit sie euch trotzdem ziemlich auf den Sack gehen. Sie sind stärker als ihre normale Art, aber nicht so stark wie der Elite an sich. Bei Champions ist das anders. Das sind Truppen von 1 bis 4, es sei denn, es sind spezielle, also im Normalfall 1 bis 4 Mobs, die ja alle dieselben Fähigkeiten besitzen, was bei bestimmten Fähigkeitskombinationen ziemlich schlecht ist. Gut, aber wir gehen kurz woanders hin und da gucken wir uns mal Fähigkeiten an. Und zwar habe ich für die Fähigkeiten uns mal eine kleine Bilderfolge kurz zusammengeschustert. Und zwar auf dem ersten Platz ist abschirmend. Das bedeutet einfach nur, ja, sie schirmen sich ab und sind immun gegen Schaden.
Ihr müsst einfach warten, bis der Schild vorbei ist und dann wieder attacken. Wichtig auch, zum Beispiel für einen Mönch oder auch für einen Barbar, wenn ihr währenddessen draufschlagt, kriegt ihr keine Generation von ja, Wut oder von, ach, wie heißt das beim Mönch? Geisteskraft, genau. Dann als nächstes, Albtraumhaft. Ja, es freut euch und plötzlich seid ihr gefiert und rennt weg. Arkan verzaubert. Erst kommen solche Bubbles auf den Boden und dann kommt da noch ein Laser raus, der sich dazu dreht. In der Mitte des Raums oder auch am Rand des Raums. Ist sehr schnell tödlich. Aufpassen. Aufseher. Ja, ihr freut euch und dann ganz plötzlich seid ihr gefangen in einer Art Käfig kurzzeitig, bis ihr euch wieder bewegen könnt. Blocker. Wände werden hingestellt, die euch blocken. Manchmal aber auch hilfreich, möchte ich meinen. So, reflektiert Schaden, aka Dornen. Ja, ihr macht 10 Schaden an ihm und ihr kriegt plötzlich auch 3 Schaden. So, jetzt nochmal vorgerechnet. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Aber ist schon nicht viel, was da zurückkommt. Elektrisiert, ja. Wenn ihr ihn hittet, gibt's Strom, der sich im Raum verteilt. Einfach nur aufpassen, das ist okay. Feuerketten. Zwei Mobs, also das ist dann meistens für Champions, die ketten sich dann zusammen, weil sie sich ganz da lieb haben. Und ja, wer durch die Kette läuft, kriegt Schaden. Geschmolzen. Wenn sie laufen, hinterlassen sie brennende Spuren, das richtig dick Schaden macht. Und das Wichtigste am Ende, also wenn sie dann sterben, explodieren sie. Nicht sofort looten. Horde. Es sind ganz viele. Illusionist. Er teilt sich. Er ist der Wahre und die sind nur Fake. Lebensband. Ja, es sind zwei, ihr freut euch nicht so, ihr haut den einen für 10 Schaden, aber eigentlich kriegen beide 10 Schaden, weil sie sich das Leben teilen. Ja, also sie haben eigentlich eine Lifebar. Das stimmt aber nicht hundertprozentig überein. Also sie sterben dann nicht genau gleichzeitig, aber circa. Mehr Leben, ganz klar. Ja, so hat er 10 Leben, mit mehr Leben hat er plötzlich das Doppelte. Ich weiß nicht, auch nicht genau, ob es das Doppelte ist. Ja. Mörser, ganz schlecht. Also wenn ihr nah dran seid als Melee, interessiert es euch gar nicht. Weil es nur auf Range geworfen wird. Seid ihr auf Range, werdet ihr von so kleinen brennenden Dingern hinterher, ja, beschossen. Sagen wir lieber mal beschossen, bevor ich den Satz so weiterführe. Ihr werdet von brennenden Dingern beschossen. Als Range macht euch das ziemlich auch was aus, also aufpassen. So, Rächer. Ihr habt zwei, die beide Rächer sind. Wenn der eine tot ist, kriegt er einen Buff an Angriffsschaden und Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr davon mehrere habt, solltet ihr versuchen, sie lieber gleich tief runterzuhauen und dann gleichzeitig zu töten, weil ansonsten, naja, habt ihr irgendwann einen Supermob, der voll gesteckt ist damit. Rückstoß, ja, er stößt euch zurück, selbsterklärend. Shender ist so ähnlich wie geschmolzen, nur dass die diese Brennflecken, die auch übrigens als Dot-Erde zu deklarieren sind, irgendwo hinlegen können. Ist aber auch sehr anstrengend, aber kann auch euch als Range anstrengend sein. Schnell ist ganz einfach. Ihr denkt, oh, ganz weit weg, den kann ich kiten und plötzlich zipp, ist er an euch ran. Schutz gegen Geschosse habe ich selbst noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so heißt. Aber ich habe nochmal gegoogelt, damit ich auch alles habe. Und das ist ja quasi etwas, was euch das besser macht. Wenn eine rote Aura um Mobs drumherum ist, also um Bosse, dann slowt das Geschosse um 50%. Ist für Range manchmal schlecht. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Vielleicht einfach nur Glück gehabt. Oder keine Ahnung. Ja. Dann noch Teleporter. Auch ganz klar. Zip, plötzlich sind sie an euch dran. Oder wenn ihr Melee seid, ganz gerne auch, ihr seid an ihnen dran. Und plötzlich zip, sind sie weg. Doof. Unverletzliche Diener, aka unverwundbar. Und zwar. Nicht scrollen. Was mache ich denn? So. Nee, so. So ist richtig. So. Unverletzliche Diener. So viel wie. Wenn, also ihr seht unverletzliche Diener auf dem Chef von dem. Das ist auch dann meistens nur bei Ramobs, also bei den Gelben so. Und seine Diener haben dann den Buff unverwundbar und haben dauerhaft, wie bei Abschirmen, so ein Schild. Nur halt dauerhaft. Das Einzige, was dann geht, ihr müsst den töten und die Diener verschwinden dann.
problematisch ist das trotzdem manchmal. Aber manchmal machen die Diener so viel verdammten Schaden und ihr kommt an den eigentlichen Raum nicht ran. Gerade in späteren Dingen, zur Not, man kann auch Mobgruppen einfach mal nicht spielen. Vampirisch, er haut für 10 zu und heilt sich für zum Beispiel 4. Da freut er sich natürlich. Vereist, auch sehr gefährlich. Erscheinen solche Bubbles, so Eisbröckchen, die erst so rund sind, dann werden sie immer zackiger, immer größer, dann bumm, explodieren sie, machen ganz schön viel Schaden und frosten euch ein. Dann noch verseucht. Die legen unter sich so grüne Pfützen ab, die ziemlich viel Schaden machen und vor allem auch liegen bleiben. Das heißt, wenn ihr lange gegen jemanden, der verseucht hat, kämpft, habt ihr irgendwann den ganzen Raum voll. Und dann als letztes noch Vortex. Oh, ich glaube, das sieht man nicht mehr ganz. Nein, mein Vortex sieht man nicht. An das Fenster anpassen. Nee. Okay, dann in viel Vergrößerung. Vortex, ihr ist ganz traurig, dass ihr so weit weg seid, also holt euch ran. Das ist manchmal für euch gut, manchmal für euch schlecht. So. Die ganze Liste nochmal. Dann kommt's vor allen Dingen drauf an. Seid ihr jetzt im normalen Schwierigkeitsgrad? Stört euch eigentlich so gut wie. Solltet euch eigentlich keine dieser Fähigkeiten stören. Weil man kann sie alle, naja, unterbinden. Wobei wir dann beim nächsten Thema dann gleich wären. Die Hauptaufgaben bei Diablo 3. Und zwar sage ich euch das jetzt schon mal, aber erklären tue ich es dann das später, weil ich gleich noch etwas zu Kombinationen sage. Die Hauptaufgabe bei Diablo 3 ist nicht nur Schaden machen, sondern während man versucht, diesen Schaden zu machen, zwei Dinge zu tun immer. Dodgen und kiten. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Aber nochmal zur Kombination. Es gibt auch Kombinationen, die einfach schrecklich sind. Habt ihr so eine Kombination und ihr merkt, ihr kommt einfach nicht damit klar, ihr habt nichts dagegen, ihr könnt auch nicht wirklich was dagegen machen, dann lasst diese Mobgruppe aus. Oder holt euch Freunde, die euch dabei helfen. Zerrt euch nicht an einen Champion ewig lange und Stunden und 12 Milliarden Tode, weil manche Champions sind auch einfach nicht für euch bestimmt, dass ihr sie vielleicht tötet. Mit eurem Gear zum Beispiel auch. Gerade wenn es jetzt Vampirische sind, die sich heilen, ja, wenn die dann noch irgendwas Böses dazu haben, dann könnt ihr es manchmal einfach vergessen, wenn ihr nicht genügend DPS habt. Rächer, wenn ihr einfach einen so hochgepusht habt. Oder so typische Dinge, Vortex, Albtraumhaft und Arkan verzaubert. Wenn ihr zufällig was Unverwundbarkeit machendes habt, dann ist gut. Aber ansonsten kann es auch da ganz oft passieren, dass ihr gefiert werdet oder durchs Vortex wieder reingezogen werdet in diese Laserstrahlen. Haltet ihr die Laser nicht aus, ist das euer Problem. So, nur mal um ein paar Dinge zu sagen. Aber dann gibt es natürlich auch Dinge, die euch helfen. Illusionist ist zum Beispiel nicht wirklich schwer und gibt meistens, wenn ihr schön AOE reinhaut, nochmal den zum Beispiel mit 6 auf einmal getötet. Und dadurch gibt es mehr EP. Lebensband ist auch gut, weil ihr einfokussen könnt oder schön mit AOE alle doppelt trefft und dreifach. Das ist auch nicht so schwer. Was auch nicht so gut für die Gegner, sage ich mal, ist, wenn sie zum Beispiel Blocker sind und ranged und dann ihre eigenen Geschosse damit blocken, dann helfen sie euch mehr, als sie euch nerven. Oder auch sowas wie Vortex. Leute, die sich wegbewegen wollen von euch und dann euch ranziehen, obwohl ihr ja eh ran wollt, gerade wenn ihr Melee seid. Ja, nur um mal ein paar zu nennen. Es gibt alle möglichen Kombinationen, aber wir haben natürlich jetzt auch die Horror-Kombination, kann alles sein. Ja. Nehmt nochmal, also ihr müsst es einfach mal gesehen haben, was wirklich schlimm für euch ist, womit ihr gut klarkommt, womit ihr nicht so gut klarkommt. Und ja, das werdet ihr schon schaffen. Aber jetzt wieder zum Dodgen und Kiten. Dafür werden wir dieses hier verlassen und gehen wieder in-game. So, So, meine wir Freunde, befinden dafür uns habe hier ich jetzt mal meinen drei Rekord Doktor, rausgeholt, Doktor, vorbereitet extra. Einfach um euch zeigen,
wie man steht. Ja, ja, komm. Hat schon nicht so viel. Hier ist natürlich dort schon erstmal nicht möglich. Wir sehen es aber direkt. Dafür zeigen wir gerne mal. Guck, wohin gehen die Laser? Und anfangen zu dodgen. Jetzt dodge ich das. Mit dem geht das noch nicht. Die kann natürlich mit vier Fähigkeiten das machen. Das ist natürlich auch immer besagt. Wie viel halte ich noch keine aus? Die waren jetzt nämlich eigentlich nicht geplant. Wie viel kann ich mir leisten? Dafür aber nach hinten gegangen, um die auszuweichen. Leiter dabei haben. Voll. Und das alles ist jetzt ohne Trank. Wir sollten aber auch nicht zu das Dodgen und Kiten zu unfaul sein, ruhig mal einen Trank einzuwerfen, weil als das kann euch oft das Leben Kiten in Angriff verwenden können. Ja. Jede Fähigkeit das bedeutet, von euch muss einfach darauf abgestimmt so sein, Hit and Run, dass ihr Schaden macht, aber trotzdem versucht am besten überlebt. Slowen vielleicht das manche Fähigkeiten einfach, um besser umklammern zu können. Toten, hier nochmal extra mehr verlangsamen, das nutze ich so normalerweise Saltos, nicht. Wenn ihr trotzdem dann kann man sich schön könnt ihr ruhig Saltos Run nehmen. Kiten. Damit kann man perfekt Kiting im Grundsatz. Bei so normalen Mobs Dodgen dagegen bedeutet, Fähigkeiten auszuweichen. Möglich, das ist im späteren Verlauf nötig, gerade gegen normalerweise Champions enorm wichtig. Genügend Schaden machen solltet für die. Im Solo ist das eh Dodgen nicht beherrscht bei den Fähigkeiten. Das merkt ihr einfach, alles, weil ihr könnt es gar nicht aushalten bei manchen Fähigkeiten. Wenn ihr zum Beispiel in einer Vierergruppe loszieht. Ja. Wir suchen uns jetzt mal auch hier diese etwas mistigen Mobs da. Genügend Schaden. Ja, genau. Müsst ihr richtig aufpassen. Zum Beispiel, wenn ihr genügend gute Ausrüstung gesteckt habt, werden wir uns trotzdem einfach und rennt einfach durch. Hier interessiert mich auch nicht, halten wir Damage. Alle Dodgen wäre jetzt als Nahkämpfer jetzt gewesen, wollt, wie hätten ich den wir sie spiele, ist mir im egal, ich werde niemanden vorschreiben, wie man den spielt. Ja, dann hätten wir das Dodgen müssen. Es ist jetzt auch hier bei dieser Gruppe, die sind ziemlich dick, da waren jetzt Explosionsviecher so dabei und diese selbst großen Axtträger. Die machen alle extrem viel Schaden und die Explosionsdinger, also die quasi Mainlinge, so rennen euch an euch ran so gerne. Oder explodieren. Ich habe die Unverwundbarkeit gezündet, bin auf dann die Zug gerannt, natürlich haben wir quasi erzeugt, dass ich an mir explodieren, ohne dass ich viel Schaden genommen habe. Gedodged wäre jetzt wieder das als ist auch eine Art des Dodgens, weil man hat den Schaden ja jetzt noch gedodged. Auf die Schnelle. Was so, ansonsten muss ich was vorbereiten. Und ihr seht auch immer, irgendwie ist es halt raus. Midi ist am besten. Und versuche dabei halt kurz keinen Schaden zu nehmen. Mücken. Deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass man auch geistige passive Regeneration hat, die ich absolut damit man immer Midi, was weil man so schlecht dodgen kann, falls man mal kurz rumlaufen muss, um sich zu aber ich glaube, halt hier was Neues zu beschwören. Der hat den geschossen. Man kann sich natürlich von den Geschossen treffen lassen. Aber wenn man sich gleich sieht, noch einfach dodgen. Weiteres sieht jetzt mal einfach aus. Das ist jetzt ein einfaches Schuss, weil ich habe hier die Aufnahme extra vorbereitet. Ja. Und das muss man einfach sehen, dass ein Schuss kommt. Das sehen. Und dann einfaches Dodgen. Vielleicht ich nicht davon treffen lassen. Noch gesagt, an dem Champion Pack werde ich auch das heißt, nicht. Das muss ich immer nicht treffen. Das ist nicht gerade einfach. Das ist hart dann einfach. Den größten Teil des Schadens sollte euch nicht treffen. Trash Mobs darf man natürlich das trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade hier so macht man das auch. Die machen enorm viel Schaden. Versucht, Fähigkeiten zu dodgen. Ich habe jetzt mal mit meinem Monk schon was vorbereitet. Die stößt immer alle ein Stück zurück. Gespielt. Zwar hindert an den meisten Leuten, dass die euch noch aufzeigen, großartig Schaden was machen. Ich habe schon die Unverwundbarkeit gerade gezündet. Warum ich auch wieder die Bane dabei. Ich bin auch dabei gestorben. Dodging. Ansonsten versucht reinzugehen. Da sollte euch also ihr solltet euch nicht schämen, am besten die Unverwundbarkeit nicht zu nehmen, wenn es nicht anders mal, geht. Sterben. Ja, das ist auch wichtig. Es sind halt solche einfach Momente, Knöpfe oder Fähigkeiten, die ein Fan-Experts. Das heißt, wenn ihr sie braucht, dann solltet ihr sie nehmen. Mit euren Heal, schön eure passive, könnt ihr immer Fehler machen. Ressource, also aber Geisteskraft oder halt Mana oder ähnliches ab. Bei Monk hier ist zum Beispiel sehr wichtig, weil er dabei sich noch heilt. So. Hier zum Beispiel welche, die blocken sich gegenseitig und machen damit weniger Schaden. Aber sie halten natürlich auch fest, was das Dodgen viel schwieriger macht. Auch mit Block, also mit Blockern an sich, ist immer schwer wegen Dodging zu arbeiten. Und dann einfach hoffen, dass es genügend reicht, ansonsten immer versuchen sich zu recken und ähnliches. Die machen mir jetzt keine Sorge, das sind auch nicht die Champion Packs, also nicht das Champion Pack, was ich meinte, wo ich gerade sterben werde. Das wird nämlich erst das nächste sein. Das ist jetzt hier gerade nur ein XP Farm Run, damit ich einfach dann durch bin und dann endlich Level 60 bin. So. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Heilbubbles. Ich hatte lange Zeit keine Bonus-Range auf Geld und Heilbubbles einsammeln.
Das würde ich euch nicht empfehlen. So, hier war der Cut. Und da kommt nämlich unsere große Truppe. Verstärkt noch durch ein paar Trash-Mobs mit Lasern. Also Arkan verzaubert. Und wir sehen schon, ich werde hier gut bearbeitet. Gleichzeitig haben sie noch abschirmt. Und ich glaube, das war jetzt geschmolzen. Ich sehe es jetzt nicht genau. Die versuche ich erstmal zu kiten und am besten in solche Löcher da zu ziehen. Das funktioniert nur nicht immer, vor allem wenn dann ein Abschirm da dabei ist, den man nicht an der Position festnageln kann. Dann ist man einfach tot. Wenn man falsch kalkuliert, seinen Schaden und alles, muss man einfach nochmal neu gehen. Und ja, die Karte immer nutzen, das ist ein sehr wichtiges Utensil, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Die Karte ist da, um genutzt zu werden. Rennt beim Kiten auf keinen Fall in nicht erforschte Gebiete, weil ihr sonst möglicherweise was anderes wollt. Nachdem ihr tot gewesen seid, ist es immer gut. Manchmal stehen die Mobs schön auseinandergezogen und ihr könnt einzelne abholen. Manchmal funktioniert das. Hier hat es nicht so gut funktioniert. Und die Abschirmen lassen sich halt auch einfach mit sich kiten. So. Ja. Also übrigens hier war es der Fail-Click des Jahres. Das war nämlich deswegen, ich bin rein in den Raum gerannt und der andere konnte rauslaufen. Ich wollte eigentlich direkt in dem Raum stehen bleiben, habe die Shift-Taste nicht festgehalten, um einfach stehen zu bleiben und von dort aus anzugreifen und habe damit gefailt. So, jetzt habe ich sie aber dahin, dass sie hier in diesem großen Raum mit mir sind. Und in diesem großen Raum habe ich genügend Platz und versuche jetzt mit Unverwundbarkeit und dann Dodging und gleichzeitig jetzt zünden meine Heilaura ständig, die mich besser regeneriert und natürlich auch heilt. Einfach die ganze Sache gut zu überleben. Ich muss hier aufpassen, ich darf nicht zu nah ran oder nicht zu lange an den ran, wegen dem geschmolzen sein. Ich darf nicht in den Lasern stehen, ich darf mich auch nicht so wirklich von ihnen hitten lassen, weil sie auch wirklich guten Schaden machen, das ist auch ein bisschen auf Range. Und nebenbei haben sie auch noch abschirmend, was mir manchmal meine abgesaugten Leben, also ich habe ein bisschen Life Leech, womit ich auch immer rechne. Ja. Und das hat einfach nicht geklappt. Hat man auch gerade gesehen, ich habe den Arkan-Laser wahrscheinlich nicht komplett dodgen können, also bin ich bis an die Wand gerannt und habe bis zur letzten Sekunde auch gewartet, bis ich dann durchlaufe. Weil dodgen bedeutet ja Schaden vermeiden. Das heißt aber nicht Schaden auf 0% vermeiden, weil es manchmal einfach nicht geht. Und beim Versuch 0% zu machen, kann man auch ganz schnell sterben. So. Jetzt bin ich hier gerade in einer guten Position. Ich wusste jetzt nicht, wo jetzt der Laser rauskommt. Außerdem ist der eine geschmolzen, explodiert. Da muss man nicht unbedingt daneben stehen. Das macht ziemlich viel Schaden. Hier gehe ich jetzt in die Unverwundbarkeit, einfach um es weiterzumachen. Und habe sie eigentlich schon beide genügend runtergekloppt. Jetzt darf ich nur nicht sterben, damit sie sich nicht nochmal regenerieren. Nochmal eine Explosion. Einfach aufpassen. Da unten ist jetzt der letzte. Macht natürlich auch noch Schaden. Warte, bis die Laser weg sind. Macht sie sich gerade nochmal immun. Und dann merke ich auch, da ist nämlich noch einer. Das war also ein Vierer-Pack. Deswegen auch der große Schaden. Dann mache ich die Unverwundbarkeit, um einen Sniper auf den einen zu starten, der zwar mitten in den Infekten stand, aber low war. Und da wollte ich dann zu viel. Da hat er sich dann abgeschirmt und hat gleichzeitig den Laser gemacht. Und ich hatte meine Unverwundbarkeit nicht mehr, weil ich halt vorher den Snipe gestartet habe. Also das bewusste Reinrennen in den Schaden. Aber durch meine Unverwundbarkeit natürlich komplett genullt wurde. Aber das war jetzt nicht so schlimm, der Laufweg war jetzt nicht so hart. Trotzdem, da wir jetzt viermal sterben, war es an dem, muss nicht sein. Ja? Da übrigens die Explosion, die hätte man auf Deutsch kennen. Ich habe einfach wieder die Unverwundbarkeit gezündet, weil jetzt gerade nicht in der Nähe war, um einfach in Ruhe zu looten. Ja. Das war jetzt so erstmal gegen Champions. Ich blende nochmal weiter. Und zwar mal gegen Bosse. Gegen manche Bosse ist es schwer bis nahezu gar nicht möglich, Schaden zu dodgen. Wir zeigen das hier ein Stückchen weiter in dem Akt 3. So der erste Zwischenboss nenne ich ihn mal. Den dicken Ekelsprüher da, der ja dauerhaft AOE setzt und man als Melee hier richtig schwere Karten hat. Ja, man ist eigentlich immer gezwungen, in eine Damage-Zone hineinzurennen, immer Damage zu riskieren. Man muss jetzt nur wissen, wie weit kann ich Damage riskieren, wie gut kann ich mich heilen, wie gut kann ich dodgen. Ja, das Terrain beobachten, hier hatte ich auch gedacht, ich schaffe die Treppe hinunter zu gehen. Das war aber ein Fail, weil diese Treppe war zwar da, aber nicht echt. Und dann versuche ich ihn jetzt halt durch den Raum zu kiten, immer so viel Schaden wie es geht zu machen, bis dann irgendwann das Gift anfängt zu ticken, dann wieder rauszurennen, ihn wieder in eine giftlose, ja, Area zu ziehen und dann einfach Damage zu fahren.
So mache ich das. Somit komme ich sehr gut klar. Selbst gegen Bosse, selbst gegen die meisten Champions. Die eine Champion-Gruppe da war halt jetzt so etwas, wo ich nicht so gut drauf zu sprechen bin. Das Geschmolzene. Obwohl es da auch Geschmolzene gibt, mit denen ich besser zurechtkomme. Ist halt manchmal schwieriger, manchmal schlechter. Keiner ist ein Noob. Man muss es einfach versuchen, besser zu machen. So. Bei Bosskämpfen natürlich auch immer wichtig, die kleinen Bubbles da töten. Die kleinen Bubbles geben nämlich dann Heilbubbles und machen eigentlich keinen Schaden. Außer es werden zu viele. Ja, da ein paar Heilbubbles aufgesammelt und weitergehen. Kann wieder ein bisschen Schaden riskieren. Renn weg, nimm eine Heilaura. Lass dabei leider natürlich den Wirbel austicken. Und ich versuche auch trotzdem immer meine anderen Fähigkeiten alle durchzunehmen. Weil jede Fähigkeit hat ihren gewissen Satz. Wie zum Beispiel hier. Ich erkläre es euch kurz. Die 1 ist das, was mich verwundbar macht und heilt. Die 2 ist so ein Wirbel, der dauerhaft Schaden macht und im Optimalfall dauerhaft an ist. Sodass ich ihn eigentlich niemals nochmals aktivieren muss. Die 3 ist der Verbündete, der mir mehr Leben gibt und außerdem Bosse taunted. Das ist richtig gut, macht zusätzlichen Schaden. Hier stirbt er leider öfters, aber er nimmt mir halt auch viel Schaden weg, weil indem er es frisst. Die 4 ist das Mantra, wenn man das nochmal aktiviert, gibt es bessere Heilung für mich. Und die 1 natürlich der Haupt-Damage-Spell. Und die 3 der Verbrauchens-Spell für reinen Damage. So. Und dann haben wir ihn irgendwann natürlich besiegt. Man muss einfach nur dieser Strategie weiter folgen. Gut dafür ist auch Belial. Wenn man dort richtig gut dodgen kann, ist der Boss eigentlich relativ einfach. Wenn man es schafft, früh genug sich zu bewegen. Manchmal ist es nicht so einfach, wie es immer klingt. Gebe ich zu. Ja, ist immer leichter gesagt als getan. Ich habe Belial kurz vorher ja selbst gespielt. Und da habe ich echt, weil ich schon am Guide gearbeitet hatte, das Dodgen richtig ernst genommen. Und es ging. Ich hatte richtig wenig Schaden, die ich bekommen habe und richtig wenig Probleme. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Manchmal dodgen die Mobs quasi entgegen und schmeißen dir dann was in den Laufweg, womit du im Nicht-Idealfall zweimal Schaden bekommst. Aber okay, so viel dazu, das war jetzt erstmal mein kleiner Guide. Ich habe jetzt einfach mal grundsätzliche Dinge erwähnt, vielleicht ein bisschen ausführlich auf die ein oder anderen Dinge eingegangen. Am Anfang vielleicht zu sehr am Ohrschleim gekratzt, wie ihr es auch immer wollt. Ich hoffe, für jeden war was dabei. Vielleicht konnte jeder was mitnehmen, was er noch nicht wusste. Vielleicht bei den Fähigkeiten oder ähnliches. Und dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Und ja, bis die Tage. Tschüss.